und guten Morgen aus Ludwigsburg. Ich darf euch herzlich hier im Modemuseum des Residenzschlosses begrüßen und willkommen auf meinem Kanal KTT, Kronentee und Tradition natürlich zuerst. Mein Name ist Petra von Strax. Und ja, zunächst darf ich mich herzlich, herzlich bedanken bei Herrn Hurst und Frau van Rijn von den Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, die es tatsächlich möglich gemacht haben, dass wir heute hier drehen dürfen. Normalerweise gilt hier ein striktes Verbot zu drehen und zu fotografieren. Und das ist für mich, die ich schon mehrmals hier war und dieses Museum sehr schätzen gelernt habe, ein Riesen entgegenkommen. Also von der Stelle hier nochmal meinen herzlichsten Dank für diese Unterstützung. Ich hoffe auch, dass ich euch ein bisschen Lust machen kann, mal hier ins Schloss zu kommen, euch mal diese ganze Anlage anzuschauen. Es nennt sich blühendes Barock und das zu Recht. Wir werden auch nachher übrigens trotz der über 30 Grad, die es heute werden sollen, mal durch den Park gehen und euch da so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie es hier ist. Ja, die Schlossanlage hier, um das noch ein bisschen zu erklären, ist zusammengesetzt zu einem aus dem Residenzschloss, das unter anderem das Keramikmuseum und das Modemuseum und die Barockgalerie beinhaltet. Aber es gibt sogar noch kleine Schlösser hier im Areal des Parks. Also da kann man leben und es ist sicherlich eine Reise wert. Warum wir heute gekommen sind? Modemuseum ist natürlich ein Stichwort, ganz klar. Es bedeutet, dass wir hier in dem größten Modemuseum Deutschlands sind. Es werden Stücke gezeigt, die beginnen beim frühen 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Wir sehen Unterwäsche, wir sehen Überkleider, wir sehen Accessoires und das Ganze geht tatsächlich bis in die 90er Jahre. Wir haben hier auch ganz große Namen. Wir haben hier Yves Saint Laurent, wir haben Molineux, wir haben, ach, kommt her und guckt es euch an. Was zähle ich hier auf? Warum wir noch hier sind heute, ist natürlich meine Buchpräsentation. Und die, ja, quelle surprise, wie der Chinese sagt, dreht sich um Dior. Und zwar dieses Buch, was mir dankenswerterweise vom Prestel Verlag zur Verfügung gestellt wurde und worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil ich seit vielen, vielen Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten, ein großer Fan des Hauses Dior bin und speziell von Christian Dior, dem Gründer des Hauses. Ich war auch schon mehrmals in Granville, in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist und wo sich heute noch ein Dior-Museum befindet, was wundervoll gelegen ist. Also wenn ihr mal in Frankreich seid, so Richtung normannische Küste, solltet ihr unbedingt mal dorthin gehen. Ich werde hier auch ein paar Bilder einstellen. Ich werde auch ein paar Posts speziell zu Granville machen. Natürlich auch zu Ludwigsburg, versteht sich. Und ja, also es ist unbedingt eine Reise wert. Ich sitze hier im Museum, bewusst gewählt an diesem Platz, weil hier seht ihr ein Tageskleid von Dior. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut zu sehen wegen der Spiegelung und weil es hier relativ dunkel ist, aus konservatorischen Gründen, ist klar. Aber es ist ein sehr frühes Tageskleid, nämlich aus dem Jahr 1951, 52. Also, ja, jetzt kommen wir zu diesem wunderbaren Buch. In diesem Buch Dior, zeitlose Eleganz, wird der Weg des Modehauses praktisch von seinen Anfängen an begleitet. Es wird untersucht, wie hat es Dior überhaupt geschafft, nach dem Krieg sich so weit vorne zu positionieren, die Haute Couture nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hoffähig zu machen, wieder an Kunden ranzukommen, die ja auch nach dem Krieg durchaus das Geld wieder hatten, um so Kleider zu kaufen. Und das Ganze wird präsentiert mit wunderbaren Bildern, die eine Besonderheit haben, nämlich
Ihr erkennt aufgrund der Auswahl tatsächlich, wie der Stil des Hauses eigentlich trotz der sehr, sehr unterschiedlichen Designer immer gewahrt wurde. Und das ist was wirklich Besonderes. Und es ist oftmals so, dass man allein schon aufgrund der verschlungenen Cs, aber hier sehen wir, wie das Ganze bei Dior funktioniert und was auch Dior auszeichnet. Was vielleicht die wenigsten wissen, als Dior nach dem Krieg angefangen hat mit seiner Haute Couture, hatte er sehr, sehr viel Gegenwind, weil er hat, wie gesagt, kurz nach dem Krieg angefangen und da galten noch sehr, sehr lange die Rationierungen. Das heißt, für die, die es vielleicht jetzt nicht wissen, es gab sehr wenig Rohstoffe, es gab sehr wenig Nahrungsmittel, wenig Stoffe. Und deswegen wurde praktisch alles auf Marken gekauft. Die wenigen, die keine Marken brauchten, waren die Amerikaner. Aber hier in Europa haben praktisch alle Menschen Marken gesammelt und dann dafür ihren Lebensunterhalt gedeckt. Oder ihren Lebenshaltungsbedarf, besser gesagt. Und in diese Frugalität hinein ist Christian Dior mit seinem sogenannten New Look, also neuem Aussehen, neuem Meter Tüll verbraucht hat und ungefähr 500 Meter Seide. Das sind natürlich Mengen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ihr zum Beispiel in die Galerie Dior nach Paris geht oder nach Granville und seht euch die Kleider an, dann wisst ihr, wo diese Stoffmengen geblieben sind. Aber das war natürlich zur damaligen Zeit ein, von einer Passantin attackiert wird, weil das natürlich für die Leute ein Schlag ins Gesicht war, so eine Mode zu sehen, die sich dezidiert nur die wirklich absolut Superreichen leisten konnten. Ja, man muss auch sehen, und das gehört nun mal auch zur Wahrheit dazu, dass die Haute Couture auch sehr viel Geld nach Frankreich reingespült hat. Wir sehen ja dann auch wieder das Wiederaufleben zum Beispiel von Chanel, die schon vor dem Krieg sehr erfolgreich gewesen war und dann wieder nach vorne gegangen ist. Also kurz, es waren die Käuferschichten da, die waren auch in der Lage und willens, eben dieses Geld auszugeben. Es ging auch nach dem Krieg dann 47, 48 ging es wieder los mit den großen Bällen, mit den Maskeraden. Und all diese Events hat Dior ausgestattet. Wir sehen, dass die positive Seite für die Franzosen allgemein die war, dass eben Devisen ins Land kamen und dass dafür zum Beispiel wieder Lebensmittel eingekauft werden konnten. Also wir haben zum Beispiel allein von dem Geld, was Dior eingenommen hat, konnten in den USA 9.800 Sack Getreide gekauft werden. Und das war dann die gute Nachricht für die Leute, die sich seine Kleider eben nicht leisten konnten. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Buch untersucht in sehr schöner Art und Weise die, hier klingelt es gerade irgendwo, ich weiß nicht, was es ist. Thorsten macht sich auf die Suche. Okay, ich quatsche jetzt einfach mal weiter. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Nachkriegszeit und wie Dior diesen Durchbruch geschafft hat. Er hat ihn deswegen unter anderem geschafft, weil er tatsächlich kongeniale Fotografen hatte. Und diesen Fotografen widmet dieses Buch aus dem Prestel Verlag auch einen ganz breiten Raum. Also die großformatigen Fotos sind überall präsent in dem Buch. Und da habt ihr natürlich dann auch so Namen wie Horst P. Horst, Cecil Beaton, Mondino, ihr habt Annie Leibovitz, ihr habt Irving Penn. Also wirklich so die größten der Großen haben Dior fotografiert. Und das nicht zuletzt hat dazu geführt, dass Dior eine entsprechende Klientel erreicht hat und bei denen auch Erfolg hatte. So war zum Beispiel Hollywood ganz, ganz wichtig, um den Namen groß zu machen.
Wenn ihr überlegt, Marlene Dietrich saß schon in der zweiten Schau von Dior dabei und hat gleich auf einen Schlag 10 Modelle bestellt. Das ist unglaublich wichtig als Werbeträger. Ein weiterer wichtiger Werbeträger war dann Lauren Bacall, nämlich als Bindeglied zwischen den Fotografen als Künstler, dem Modeschöpfer als Künstler und Royalty, nämlich Cecil Beaton. Also wer sich jemals mit dem Thema Modefotografie beschäftigt hat, Fotografie, kommt um Cecil Beaton nicht rum. Cecil Beaton war der Royalty-Fotograf. Das Interessante daran ist, dass Cecil Beaton eigentlich seine Karriere in dem Bereich mehr oder minder, also im Royalty-Bereich mehr oder minder dadurch gestartet hat, dass er Wallis Simms. Ihr wisst ja vielleicht, Edward der Achte, ihr dann Ehemann, hat ja wegen ihr abgedankt. Und Cecil Beaton hat dann auch noch das Missgeschick gehabt, dass er die Hochzeit der beiden im Château de Gondet in Frankreich fotografiert hat. Er hat also die offiziellen Hochzeitsbilder gemacht. Problem dabei war, ja, Edward der Achte hat abgedankt. Und das hätte eigentlich bedeuten können, dass Cecil Beatons Karriere bei Hof beendet war. Aber Elizabeth, die Queen Mom, hatte ein sehr, sehr gutes Gespür für PR. Und sie wusste, dass sie diesen alten Vorkriegsglamour, sagen wir mal, wieder zurückbringen musste. Oder nicht nur den Vorkriegsglamour, sondern den Glamour, der das Königshaus vor der Abdankung von Edward dem Achten und den dadurch zerschlagenen Geschirr sozusagen umgeben hatte. Und sie wusste auch, dass sie dazu einen Fotografen braucht, der wirklich in der Lage ist, sowas darzustellen. Und auf wen kam sie? Eben auf Cecil Beaton. Und Cecil Beaton ist dann angedacht zum 21. Geburtstag von Prinzessin Margaret machen. Ich blende hier das Foto ein. Ihr findet das auch wunderschön hier im Buch, wenn ihr das einfach mal anschauen wollt in Ruhe. Die anderen Bilder natürlich auch genießen, das ist klar. Ja, das Besondere war eigentlich, dass man in der Königsfamilie nur englische Modeschöpfer getragen hat. Das heißt, wir haben ja zur damaligen Zeit Norman Harper, arrivierte Modeschöpfer war. Und es war für eine Königin von England, auch für ihre Mutter, für ihre Schwester, undenkbar, einen nicht englischen Modeschöpfer zu tragen. Margaret wiederum hatte da so ihren ganz eigenen Kopf. Sie war nämlich zum ersten Mal in Frankreich und hat dabei auch die Mode von Dior kennengelernt. Und sie wollte unbedingt Kleider von Dior tragen. Sie hat dann ihre Mutter im Nachgang bekniet. Die hat zuerst gesagt, ah, no go. Hat sich dann aber von ihrer Tochter bezirzen lassen und man hat dann Christian Dior gebeten, einen Entwurf zu schicken. Er hat 3 Skizzen zur Verfügung gestellt in London und Margaret hat sich dann eine Mischung sozusagen ausgesucht und das war aus den Kleidern Verlaine und Fidélité. Fidélité war ein Brautkleid und das hat sie dann anfertigen lassen. Es wurde verlängert zu einer Ballrobe und dann hat sie sich eben in diesem Kleid zu ihrem 21. Geburtstag fotografieren lassen. Als diese Fotos publik wurden, war das ein Skandal in England. Also englische Modeschöpfer waren extrem sauer über das, was da passiert ist. Und klar, die können auch rechnen und die wissen auch, was es bedeutet, wenn jemand wie Dior bei ihnen auf den Markt bricht. In dem Zusammenhang fällt mir natürlich auch noch Jackie Kennedy ein, denn die hatte ja einen bekannterweise Faible für alles Französische und die durfte als Präsidentengattin auch keine französischen Modeschöpfer tragen. Deswegen hat sie sich damals mit Oleg Cassini zusammengetan. Und Cassini hat dann Kleider genommen, die Jackie von Lagerfeld Designs trägt.
teilweise 1:1, aber es steht halt nicht Lagerfeld drin und sie konnte halt sagen, nee, das ist Cassini, was wollt ihr eigentlich von mir? Zurück zu Cecil Beaton. Er war also der kongeniale Verbreiter, das Bindeglied zum englischen Hof, und Prinzessin Margaret, die berühmt wurde für ihre Mischung aus Tradition und Moderne, für eine Mischung aus, war man verrückt nach Margaret. Es wurden zahllose Modelle beworben mit dem Begriff à la Princess Meg. Meg war der Spitzname für Margaret in den USA. Und das sind die super teuren Kaufhäuser in der Fifth Avenue in New York von Kundinnen nur so gestürmt worden. Die wollten alle gekleidet sein wie sie. Und vielleicht noch die lustige Seiteninfo. Margaret konnte natürlich zu den diversen Anproben nicht selbst nach Paris fliegen und deswegen hat Dior ein Model, ein Mannequin ausgesucht, die gute Gisela, aber dadurch, dass sie dieselbe Figur hatte wie Margaret, konnte sie immer live Modell stehen. Und ja, das so als kleine Nebenanekdote. Ja, es gab auch tatsächlich in London eine geheime Modenschau von Dior. Und zwar haben an der nicht nur Prinzessin Margaret teilgenommen, sondern auch die Queen Mom war dabei. Außerdem die Herzogin von Kent, Marina, und Olga, die Olga von Jugoslawien, da haben wir sie doch. Die waren also dabei und interessanterweise erinnerte Margaret sich noch an alle Namen der Mannequins, die in den Jahren vorher für sie präsentiert hatten und hat sich dann bei Dior selbst erkundigt, was die denn jetzt so machen und wie es denen wohl so gehe. Also sie war ein Modemensch und war da ganz tief drin in dem Thema und hat das auch sehr zu schätzen gewusst und war auch sehr stolz auf ihre Kleider, die sie von ihm bekommen hat. Das letzte Mal sind die beiden zusammengetroffen bei einer Wohltätigkeitsmodenschau im Blenheim Palace, die damals von Alexandra von Spencer Churchill initiiert wurde und wo eben die Dior-Mode gezeigt wurde. Und da war bemerkenswerterweise der junge Yves Saint Laurent anwesend. Was das Buch noch sehr schön zeigt, ist nicht nur, wie Dior den Schritt nach Großbritannien geschafft hat, über Royalty eben und in die USA, sondern auch, wo er seine Inspirationen hergenommen hat. Und das ist interessanterweise etwas, das bis heute im Haus Dior trägt. Wir haben nämlich tatsächlich Christian Dior, der ja sehr früh verstorben ist an einem Herzinfarkt. Der Nachfolger war dann Yves Saint Laurent, der das Haus von 57 bis 1960 geführt hat, gefolgt von Marc Bon von 60 bis 89. Dann kam Gianfranco Ferré, der hat das Ganze von 89 bis 96 geleitet. Dann John Galliano, über den habe ich in meinem letzten Film schon gesprochen. Und jetzt aktuell seit 2012 Raf Simons aus Belgien. Und allen diesen Männern ist eins gemeinsam, nämlich, dass sie von der Natur, von der Blumenwelt inspiriert werden. Das ging schon bei Christian Dior los, dessen Lieblingsblumen ja die Maiglöckchen waren und der in Granville einen wunderschönen Garten hatte, der ihn inspirieren konnte. Und diese Maiglöckchen haben übrigens zu sehr vielen Modellen von Dior geführt, die mit Maiglöckchen. Es war also die Bilderwelt, die Dior auch beeinflusst hat, die Mode von Dior bis heute beeinflusst. Und es war als allerwichtigsten Einfluss, den Dior selber nennt, seine Mutter Madeleine. Madeleine ist gestorben, vergleichsweise früh, als Dior selbst gerade mal 26 war. Sie hat den Aufstieg ihres Sohnes in der Modewelt nicht mehr miterleben dürfen. Ihr wurde aber auch die große Pleite, der Bankrott ihres Ehemannes erspart, was Dior später sagte, wo er eigentlich glücklich drüber ist, weil er nicht gewusst hätte, wie sie damit hätte fertig werden wollen.
Und diese Mutter blieb also zeitlebens seine große Inspiration. Die Familie Dior ist noch in der Belle Époque nach Paris gezogen. Und das ist, diese bildenden Jahre waren für ihn die der Belle Époque mit großen Federhüten, mit Ornamenten, mit Schleppen, mit Stofffülle. Und das ist auch was, was ihr dann in seinen Kleidern sieht. Sie schwingen, sie sind opulent, aber sie sind immer so ein bisschen, ja, sie schauen immer so ein bisschen zurück. Sie schauen auch zurück ins 18. Jahrhundert, was ein weiterer Punkt war, ein weiterer Zeitraum war, der ihn beeinflusst hat. Kurz gesagt, er ist der Künstler, der Modeschöpfer, der Opulenz und der Weiblichkeit. Denn das seht ihr auch immer wieder. Er bringt diese weiblichen Formen, ein bisschen größere Büste präsentieren, wiederum auch gerne genommen von Damen, die eben über nicht so viel Vorbau verfügen. Also das waren alles so typische Dior's. All diese Informationen bekommt ihr in diesem Buch. Ich darf es euch noch mal zeigen. Es ist groß, es ist schwer und es ist ein typisches Coffee Table Book. Also es ist ein Buch, in das ihr immer wieder reinschaut, immer wieder reinlest, vor allen Dingen auch. Und was ich empfehlen werde, ich werde mir jetzt auch sowas anschaffen, ist ein Buchständer, der mit so einem Teil hier fertig wird und wo man solche Bücher einfach auch adäquat präsentieren kann. Also wo man sich einfach eine schöne Ecke in der Wohnung raussucht, vielleicht eine Anrichte oder auf einem Regal oder so und dann wirklich aufschlagen kann und dann einfach diese Bilder in dieser Qualität, in dieser Fülle so wirklich genießen kann. Dafür sei euch das Buch wirklich ans Herz gelegt. Es ist auch schon, ihr hattet es ja schon öfters bei mir, eine absolute Weihnachtsempfehlung, denn es lässt einen nochmal so zurückgehen in die Geschichte, noch einmal sich mit wunderschöner Mode befassen. Vielleicht kann man sie sich nicht unbedingt leisten, aber man kann zumindest drin schwelgen und sich sozusagen ein bisschen als Zaungast die Nase dran plattdrücken. Dior, und damit möchte ich mich von diesem wunderbaren Buch Dior, zeitlose Eleganz aus dem Pressel Verlag verabschieden und euch noch kurz, aber sehr ans Herz gelegt präsentieren: Grace of Monaco, Princess in Dior. Dieses Buch ist nun im Gegensatz zu Dior, zeitlose Eleganz auf Englisch geschrieben. Ist aber, wie natürlich auch das Dior, das andere Dior-Buch, sehr, sehr reich bebildert. Ich versuche das jetzt gerade mal so euch zu zeigen. Es ist sehr reich bebildert. Wir haben bei beiden Büchern eine ungeheure Qualität, was die Fotos angeht. Und ihr seht hier die Zusammenarbeit zwischen Marc Bohan und Dior mit der ehemaligen Grace Kelly, dann Fürstin Grazia Patrizia von Monaco oder wie sie im englischsprachigen Raum genannt wird, Grace of Monaco. Das Besondere an der Mode von Bohan ist, dass er nicht mehr ganz so opulent arbeitet, wie es Dior noch getan hat. Er ist eher zurückgenommen, er ist undramatisch und er sagt über Grace Kellys Stil oder Grazia Patrizias Stil, er sei unaufgeregt, nicht dramatisch und auch nicht verkleidet gewesen. Also es sei in dieser Zusammenarbeit ungemein wichtig gewesen, einfach einen natürlichen, aber dennoch der Stellung der Fürstin entsprechenden Look. Ihr Brautkleid, das ich noch bis zum heutigen Tag für das absolut schönste Brautkleid halte, das je gemacht worden ist. Ist natürlich immer auch ein bisschen Geschmackssache, ich gebe es gerne zu, aber ich finde, es ist einfach sehr. Dieses Brautkleid war von einer Hollywood-Designerin tatsächlich
und war sozusagen das Abschiedsgeschenk von Hollywood. Danach hat Grace Kelly sich eben nach einem französischen Designer als Hausdesigner sozusagen umgesehen und kam dadurch auf Dior bzw. Marc Bon. Das Ganze wurde eine Arbeitsfreundschaft und dann eine persönliche Freundschaft. Andrea mit Stefano Caseraghi, ebenfalls in Dior. Es war also eine große Freundschaft, haben wir wieder sozusagen bei Queen Elizabeth ja genauso. Und es gibt dann auch, wie soll ich sagen, einen tragischen Aspekt, nämlich als Grazia Patrizia tödlich verunglückt ist, beziehungsweise sie starb ja an den Folgen des Autounfalls, war sie gerade auf dem Weg von ihrem Landhaus Roque Argel oberhalb von Monaco runter und wollte Stefanie zum Bahnhof bringen, weil die ein Praktikum im Haus Dior unter Marc Bon anfangen sollte. Und auf diesem Weg hat sie einen Schlaganfall erlitten, hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist damit eben in die Tiefe gestürzt. Das war sehr tragisch. Es wird in dem Buch gesagt, Bon habe ihr letztes Kleid entworfen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, denn dieses letzte Kleid, ich konnte es recherchieren, war das Kleid, was Grazia Patrizia auf dem letzten Rosenball getragen hat in Monaco. Die Kleider, die ausgewählt wurden, ihr habt teilweise Seiten, die mehrere Kleider gleichzeitig zeigen, die werden dann offensichtlich nach der Farbe ausgewählt. Und dann habt ihr wieder Kleider, die alleine präsentiert werden, wo ihr dann auch so. Und so wirkt das Ganze eigentlich von der Qualität her sogar wie ein Ausstellungskatalog. Ich weiß auch, dass tatsächlich im fürstlichen Palast in Monaco Kleider, zumindest ein Teil der Kleider von Fürstin Grazia Patrizia ausgestellt werden. Und das ist noch ein ganz großes To-Do für mich. Also da will ich unbedingt mal hin. Ich bin bis jetzt nur um Monaco. Doch, ich bin einmal auch durchgefahren. Es war keine schöne Erinnerung, weil, das muss man jetzt einfach dazu sagen, so ist zumindest meine Erinnerung, du kommst, du fährst an der Côte d'Azur entlang und du hast diese entzückenden kleinen Orte und die sind so hingegossen über diese Felsen und neben dir ist das Meer. Und auf einmal, bam, stehst du tatsächlich vor einer Betonwand. Und dann weißt du, jetzt bin ich in Monaco gelandet. Also schön geht anders, ehrlich gesagt. Also wenn ihr mal an die Côte d'Azur kommt und ihr wollt euch Monaco angucken, wollt vielleicht auch an das Grab von Grazia Patrizia und von Fürst Rainier dem Zweiten pilgern, dann sei euch das einfach als Tagesausflug empfohlen und bleibt ansonsten auf französischem Gefilde. Es ist wesentlich schöner. Ja, das war's bis hierhin. Ich darf mich schon mal recht herzlich bedanken. Noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich bin ja jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, wie ich das hier alles finanziere und wie man mich unterstützen könne, weil ich ja auch durch die Gegend fahre und wir eben diese Sachen präsentieren und ein bisschen auch so die Sehenswürdigkeiten zeigen, was wir jetzt ein bisschen verstärkt machen wollen übrigens. Und deswegen habe ich eine Seite bei Steady aufgemacht oder ein Projekt besser gesagt, das nennt sich KTT, Petra Goes Vienna. Es war schon lange ein Traum von mir, nach Wien zurückzukehren, auf den Spuren der Habsburger, auf den Spuren natürlich von Sisi, auch mal die Kapuzinergruft zu sehen, auch mal nach Meierlingen zu fahren, wo Kronprinz Rudolf sich getötet hat und, und. Also diese ganzen Hofburg, Schönbrunn, Sisi-Museum und, und. Das alles mal zu sehen. Und daran, und das war dann sozusagen der zweite Schritt meiner Überlegung, wollte ich euch gerne teilhaben lassen. Und jetzt wäre meine große Bitte, mein Anliegen an euch, wenn ihr es möchtet, wenn ihr sagt, 5 € im Monat sind okay für mich, dafür gehe ich nicht zum Meckes, ja, oder da spare ich mir mal einen Kaffee bei Starbucks. Dann dürfte ich euch bitten, euch den Link hier unten anzuschauen, mal auf meine Steady-Seite zu gehen. Da mache ich jetzt auch immer eine Seite,
wo ich so ein bisschen was über Wien erzähle, über die Sehenswürdigkeiten, über die Geschichte und. Und auch natürlich über den Fortschritt der Reisevorbereitung. Und wenn ihr euch da entschließen könntet, Member zu werden in dieser sehr elitären kleinen Projektgruppe Petra Goes Vienna, würde ich mich rasend freuen. Es wäre sehr schön. Ich habe schon Leute überzeugen können davon, was mich sehr freut. Und ich grüße auch hier von hier aus. Es ist super lieb, dass ihr das macht. Es gibt natürlich auch was dafür, wenn ihr euch entschließen könnt, Member zu werden. Und noch als besonderes Guterlis sozusagen, wenn ihr Member der ersten Stunde werdet, das heißt, euch anmeldet bis Ende August, dann bekommt ihr garantiert aus Wien ein sehr hübsches kleines Souvenir, das euch so an diese Reise, an das Projekt erinnern soll, auch wenn ihr vielleicht in Person nicht dabei wart. Also geht mal auf Steady, guckt nach KTT, Petra Goes Vienna und werdet Member. Und ansonsten freue ich mich über alle Likes, über alle Kommentare. Fragen beantworte ich wie immer natürlich gerne. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, kann natürlich auch abonnieren. Ich freue mich. Und jetzt geht's in den Park.